Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Mein Name ist Ramon und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Video. So, liebe Freunde, wir sind immer noch hier oben auf dem Turm, auf dem wir das letzte Mal natürlich auch stehen geblieben sind. Und, wir haben die schöne Ferne hier bewundert. Und ich sagte ja schon, dass ich sehr gespannt bin, wie das aussieht, wenn wir da hinten erstmal hinkommen. Ich sehe da hinten auch, glaube ich, schon einen neuen Turm. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück hier zu, ich glaube, Anita heißt die Olle. Zu A auf jeden Fall. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Und dann gucken wir mal, was da abgeht. Uiuiui. Da unten wird schon wieder hart geballert. Gucken wir mal, dass wir hier, ohne uns die Gräten zu brechen, irgendwie runterkommen. Oh, da haben wir doch was ab. Da haben wir doch ein bisschen was abbekommen. Na, ist die Karre kaputt gegangen? Ist klar, dass jeder vorbeigehende Soldat dich hören kann, ja? Ja. Ich repariere dir die Karre mal hier. War meine gute Tat für Weihnachten. Und? Fahr! Zum Glück gibt's Krähen. Wenn's zu still ist, weiß man, dass was faul ist. Willst du jetzt damit fahren oder nicht? Der will nicht so recht, ne? Dann nehme ich jetzt die Karre, ey. Ist mir doch egal. Hab ich auch repariert. So, Lenken, Beschleunigung, Bremsen. Handbremse. Zack, zack, da kann ich umstellen. Wir probieren das einfach mal aus. Hier ist Rabbi Ray Rana mit ein paar Weisheiten für meine Zuhörer. Es lässt sich nicht abstreiten, dass wir hier in Kyrat nicht nett zu den Tieren sind. Aber ich habe eine Theorie, Leute. Ich glaube, wir sind gemein zu Tieren, weil das verdammte Arschlöcher sind. Nein! Tiere sind Arschlöcher? Okay. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, wo ich lang muss. Also rechts rum. Es liegt daran, dass viele hier an Wiedergeburt glauben und es gleichzeitig viele Arschlöcher gibt. Könnt ihr mir folgen? Versteht ihr, was ich meine? Wir sind selbst Arschlöcher. Dann töten wir Tiere und kommen zurück als Tiere. Das ist der verrückte Kreislauf des Lebens. Arschlöcher zeugen Arschlöcher. Denkt mal nach, wie kaputt wir hier in Kyrat sind. Wir sind so nachtragend, dass wir sogar Tiere töten, weil die Chance besteht, dass sie die Reinkarnation einer Person sind, die wir irgendwann mal nicht mochten. Einmal habe ich eine Ziege gesehen und die hatte Augen wie meine Ex-Freundin. Also habe ich sie umgelegt. Und nur aus Rache aß ich ihr Fleisch. Ich bin Vegetarier, aber ich aß ihr Fleisch. Es hat wie meine Ex-Freundin geschmeckt. Nach Belanglosigkeit und Missgunst. Oh. Was für ein geiler Radiosender, Alter. Okay. Gehen wir mal zu der Eulen hier. Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Servus. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Oh geil, jetzt krieg ich den Bogen. Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Ja. Gucken wir mal auf die Karte. Ach, ich drücke mal hier auf Start. Da runter müssen wir. Okay. Nehmen wir auch wieder die Karre wieder. Vielleicht ist der coole Typ noch im Radio. Oh.
Nö. Die Show ist vorbei im Radio, oder? Ich spiele jetzt hier Heimatmusik. Oh, es geht eigentlich ganz gut von der Hand, so die Steuerung von den Fahrzeugen. Macht man natürlich jetzt alles mit dem linken Stick, man muss jetzt keinen Gas geben oder so mit den Triggern. Ist dazu da, dass man dann natürlich auch schön ballern kann, ne? So, was geht? Ja. Bescheuert. Na gut, aber was haben wir hier? Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren? Ja, bist du doof? Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Felle können wir immer brauchen. Das ist doch nicht ganz sauber, die Olle, ey. Eine gute AK ist jetzt weg, oder was? Wir haben auf jeden Fall ganz viele Stocher. Medikits. Ich muss mal was lesen. Mein Freund Wahabia. Ich weiß, dass es viel verlangt ist, dich uns in diesem Kampf anzuschließen, aber nach Pagan Mings Verrat müssen wir Stellung beziehen. Kyra darf nicht länger Ausländern erlauben, seine Zukunft zu diktieren. Ich weiß nicht, was die Götter mit uns vorhaben. Nun, da Pagan Kyrat geteilt hat, aber ich weiß, dass der Widerstand unsere einzige Option ist. Mein tief empfundenes Dank gilt sowohl dir als auch Kanan für eure unablässige Unterstützung. Mohan Gale, August 1987. Das scheint ja mein Vater zu sein hier, ne? Okay. Gehen wir hier mal wieder raus. Sauf nicht so viel. So. Was soll die denn hier haben? Also diese Dinger hier, die wehen ja alle, ne? Also, scheint es ja verdammt windig zu sein. Aber an den Büschen tut sich nichts. Ah hier. Die schwingen so. Der schwingt nach links und rechts. Kommt auch alles nicht so richtig hin hier, ne? Netter Versuch. Ist das ein Wolf? Ja. Na super. Das Drecksschweine. Jawoll, du Drecksau. Habe ich dir besorgt, hä? So, mal schön den Hund geschlachtet. Wo habe ich den anderen Pfeil versenkt? Ach, scheiß drauf. War da noch was drin? Nee, sieht nicht so aus. Jetzt jagen wir jetzt mal schön die Wölfe. Und einen nacheinander platt. Und danach holen wir uns Mowgli. So. Mal hier in Deckung gehen. Da ist ein Wolf. Kurz die Kamera rausholen. Ja. Wolf. Wolf. Das sind bestimmt nicht nur die beiden, oder? Hier noch irgendwo einer. Mal da hinten lang.
mal hier einen auf Predator. Zerstöre den Wolfsbau. Da haben sie die ganzen Menschen hier aufgefressen. Oder angefressen. Die sind ja eigentlich noch ganz hier. Ah, ja, nicht mit mir hier, Wölfe. Nicht mit mir. So, ist das da? Toter Wolf? Toter Wolf. Müssen wir uns hier irgendwie... Mal sehen, ob ich den treffe. Scheiße! Der läuft weg. Scheiße, sucht er mich jetzt? Nein! Ich muss den Kopf treffen, ey. Voll in Kopf. Gut, den haben wir auch. Ich will mich ehrlich gesagt nicht mit dem anderen richtig anlegen. Mal so richtig schön ranschleichen hier. Da ist er. Drecksviecher. Jo, den haben wir auch. Da drin sind mit Sicherheit noch welche, ja? Okay, haben wir auch noch einen Wolf, den häuten wir auch noch. Hat ja, die Wolfsfelle kann sie immer gebrauchen. Hier ein bisschen Munition. Nein! Ich dummbatz. Oh, nochmal! Nein! Boah, war das knapp. Jetzt war ich ein bisschen aufgeregt, du. Scheiße. Wie viel habe ich denn noch? Nicht mehr viel, glaube ich, ne? Ja, muss das sein hier mit Licht? Brandpfeile ausrüsten. So, LB. Okay, nehmen wir mal Sprengpfeile. Jetzt müssen wir da drauf ballern, ja? Alter Scheiß. Ja gut, das war ja wohl ein richtiger Reinfall. Die Höhle wird bald einstürzen. Gut, haben wir hart verkackt. Die Wölfe wieder am Start, ja, mit Sicherheit, ne? Ja, da unten ist er doch. Scheiß drauf. Jetzt holen wir uns das Drecksvieh. Jetzt haben wir jetzt ratzfatz. So.
Gehen wir da wie Rambo durch. Hoch mit dir, Mann. Komm her, Mann. Jetzt sind die da alle drin, ne? Den haben wir. Tschö. Da müssen ja noch zwei Wölfe drin sein. Okay, haben wir. Ja, ach, scheiß drauf. So, jetzt holen wir uns die Pfeile. Geh mal raus aus der Höhle. Was war denn das? Da lebt noch ein Schwein. Ja, geil. Okay, so. Jetzt aber mal ganz vorsichtig hier. Na. Soll das jetzt Brandpfeil machen oder was? Weil der ist ja auch nicht schlecht. Gut. Haben wir. Haben wir es doch noch geschafft. Warte mal, ich kann doch hier noch, sehe ich gerade, die nochmal schnell häuten hier, ne? Oh, hier ist irgendwo noch was. Okay. Kann der denn jetzt noch her? Können wir vielleicht das Schwein ja auch noch schlachten. Yeah. Schön viele Köder und Felle hier. Den können wir auch noch plündern, den Kollegen. Da rein kommen wir nicht mehr. Ach, da drin. Reissack. Granate. Ein bisschen Cash. Immer gut. So, mal gucken, was die Oma jetzt hier macht. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Mm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra. Der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Ist klar, danke schön. Bis denn, hau rein. Der Wolfsbau.
Alles klar, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, sagt mir mal Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Ich sag euch jeden erstmal auf Wiedersehen. Tschüssikowski, bis bald. Ich verabscheue mich. Er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus zickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte.